Achtung, alle Wiener, die sind hier. Rennen 5, zwei Mann in einem Boot. Im Training der Gespannklasse hatten sich wie bei fast allen vorausgegangenen Läufen beiden Krauser-Piloten Werner Schwärzel und Andreas Huber mit der schnellsten Runde bei 1:27:27 vor den Engländern Derek Jones, Brian Iris mit nur 0,6 Sekunden Rückstand sowie Steinhausen-Hahn die erste Startposition geholt. Die ebenfalls immer in der Spitzengruppe fahrenden Japaner Kumano Takashima konnten sich erst auf die vierte Position stellen. Sie fahren wie die Briten mit einer OMK-Lizenz um die deutsche Meisterschaft. Schon beim Start zieht Schwärzel mit seinem Passagier zügig davon und hat seine Nase schon sehr weit vorne, ehe das Duo Giesemann und Paul mit der Nummer 13 hinter dem Streckensicherungswagen Gas geben und die Verfolgung des Feldes aufnehmen. Sie hatten sich im Training auf Platz 6 der insgesamt 18 Gespanne gesetzt. In der Goodyear-Kurve liegt Steinhausen-Hahn hinter Schwärzel auf Platz 2, gefolgt von den Japanern. Die Engländer jedoch mit der 15 müssen sich bei diesem Teil der ausgezeichneten Strecke mit dem 11. Platz begnügen. Der Meisenheimer Schwärzel, der mit etwa 197 Kilogramm im Vergleich zum Vorjahr 10 Kilogramm weniger mit seinem Seimatz-Gefährt auf die Waage bringt, setzt sich souverän von der Spitze ab und zeigt auch hier in Colmar, warum er 7-mal den Meistertitel gewann. Giesmann Paul als Letzte gestartet, haben sie schon jetzt weit durch das Feld hindurchgefahren und drängen immer noch mehr nach vorne. Steinhausen-Hahn, das Echterdinger-Paar, war bis zur Mitte des Rennens wie auch vier andere Gespanne wegen Motordefekts ausgefallen. Und inzwischen fährt Schwärzel, der in der fünften Runde die schnellste Zeit mit einem Schnitt von 133,7 Stundenkilometer gefahren ist, fast seelenruhig vorneweg. Mit fast 16 Sekunden Rückstand die Engländer Jones Iris, gefolgt von den Japanern Kumano und Takashima, die ebenfalls Probleme mit ihrer Maschine hatten.
Somit chauffiert Werner Schwärzel überlegen und kaum überraschend seinen Schmiermaxen Andreas Huber über die Ziellinie. Dahinter das britische Paar und erst eine Minute später überrollen die Asiaten den Endpunkt des Rennens. Unsere Spätstarter Giesemann Paul können sich noch einen hervorragenden 8. Platz erkämpfen. Offizielles Endergebnis: Schwärzel Huber 1., 2.